Ich begrüße euch zur heutigen Trainingseinheit. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und wie ihr es gerade gesehen habt, habe ich es geschafft, meinen Ball ins Feld in der Zahl 6 zu packen. Ich durfte soeben meinen ersten Spielstein ziehen, denn ich möchte gerne mit euch heute ein wenig zusammen Mensch ärgere dich nicht spielen. Bei dieser spielerischen Trainingsform schafft ihr es nämlich, euren Fokus mal etwas weg von dem ganzen Technikgedanken zu lenken. Alles, was ihr braucht, ist ein handelsübliches Mensch ärgere dich nicht Spiel. Und ihr braucht ein wenig Vorbereitungszeit, denn ihr müsst auf eurer Puttingmatte oder auf dem Teppich, je nachdem wo ihr puttet, eine 9-Felder-Matrix aufbauen. Am besten nehmt ihr dazu ein wenig Klebeband, klebt euch 9 gleich große Felder ab und verteilt dann die Zahlen 1 bis 6, wie auf einem handelsüblichen Würfel, innerhalb der Felder. Dann bleiben logischerweise 3 Felder frei, das ist aber auch vollkommen okay und so gewollt. Wie ihr die Zahlen 1 bis 6 verteilt, ist euch selbst überlassen. Ja, und dann braucht ihr nur noch 1 bis 3 Gegner und dann kann es losgehen. Ihr spielt gegeneinander Mensch ärgere dich nicht und statt zu würfeln, puttet ihr einfach. Startposition habe ich beim ersten Durchgang jetzt 1,5 Meter weggewählt von der Matrix. Ihr könnt natürlich auch gerne aus 2, 3 oder 4 Metern Entfernung putten. Umso schwerer wird die ganze Sache. Dann wünsche ich euch jetzt einfach viel Spaß, trainiert fleißig und wir sehen uns demnächst wieder. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es liked. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann!